sehr gut verarbeitet, ganz viel Platz, wunderschöner Innenraum, Wohnraum. Das alles bietet der Routecar 640, den schauen wir uns jetzt zusammen an. Der Routecar, den gibt es in drei Längen, 5,40 Meter, 6 Meter und 6,40 Meter. Und der Routecar besticht ganz allgemein dadurch, dass er super Preis-Leistungs-Verhältnis hat und viele kleine schöne Details, die ich dir gleich zeigen werde. Wenn ich das Basic-Paket und das Mega-Chassis-Paket auch direkt mitnehme, was ich empfehlen kann, dann habe ich die Trittstufe mit drin, dann habe ich mein Mückennetz an der Schiebetür mit drin und viele andere Sachen, dass du eigentlich gar nicht mehr so viel dazu brauchst, um ein tolles, günstiges Auto zu kriegen mit dem ganzen Urlaubskomfort, den du brauchst. Wenn ich hier in meinen Routecar reinkomme, dann ist es fast wie zu Hause im Flur. Da habe ich Platz für meine Jacke hinzuhängen. Da ist auch schon direkt ein Kleiderschrank. Auch da ein schönes Detail. Im Bodenfach ist noch mal ein kleines Versteck mit drin. Und hier an der Dinette mit dem Ausdrehteil. Auch da schön Platz für vier Personen. Da kann man schön spielen dran, da kann man essen dran. Auch schön hell durch das große Fenster. Ja, einfach ein schönes Wohnzimmer hier. Ich habe wie an alle Fenster eine Komplettverdunklung bzw. Mückenfenster, Mückengitter dran, so dass ich im Sommer schön durchziehen lassen kann. Oben drüber, über der Lichtleiste, habe ich wieder einen Hängeschrank mit viel Stauraum und richtig viel Stauraum direkt über mir hier in diesem Fach, in das oft die Jacken reingelegt werden, die Gesellschaftsspiele reingepackt werden. So große Sachen haben da schön Platz und durch die Leiste vorne dran kann da auch nichts rausfallen. Ich habe in dem 6,40 Meter Routecar Längsbetten. In der Breite habe ich 1,96. Hinterm Bad hier bis zur Hecktür habe ich 1,92. Und da, wo ich sitze, da dürfen die lange Personen liegen, da habe ich sogar 2 Meter. Über die Bette habe ich unten an den Schränken eine Lichtschiene. Da kann ich meine Lichter schön reinmachen, verschiebe. Und über der Schiene habe ich Schränke angebracht, 2 Stück auf jeder Seite. Die sind lang, die sind geräumig. Auch da so viel Platz, dass ich alles mitnehmen kann. Ich habe rechts und links große Seitenfenster. Das eine ist aufstellbar, das andere hinter der Schiebetür ist ein Schiebefenster. Die sind recht groß, da kommt viel Licht rein. 90 auf 40 sind die. Ich kann optional auch, wenn ich mein Fahrzeug konfiguriere, Heckfenster rechts und links eins mitnehmen. Und ich habe über mir ein großes Dachfenster 40 auf 40. Ich habe im Kofferraum hier zwischen Toilette und Hintertür einen Gaskasten für meine 211 Kilo Flasche. Dann habe ich in der Mitte ein Stauraum mit einem Einlegeboden und wiederum ein Deckel drin zum Zumachen. Das heißt, 2 Schränke übereinander. Von oben komme ich da gut dran. Und dann habe ich nochmal ein großer Schrank mit Kleiderstange drin, den ich extra aufmachen kann, wenn ich einen Teil von meiner Matratze hochklappe und mein Bettenrost und meine Matratze ist zweigeteilt. Mit Scharnier dran, so dass ich das einfach hochklappen kann und an meine Klamotten kann, tagsüber, wenn ich da dran muss. Dann kann ich mittels den Gurten hier, wenn ich jetzt mal was Großes, Langes transportieren will, auch einfach meine ganzen Matratzen und Roste hier draufstellen und festklippen. Dann sind die aufgeräumt, während dem Fahrer halten die gut. Und was auch schön ist an diesem Routecar 640, dass ich hier mit dem Brett vorne, vom Brett bis zu meinem Kofferraum, so viel Platz habe, dass ich hier ohne Probleme meine Fahrräder reinstellen kann. Auf der Seite hier habe ich meinen großen Wassertank, 90 Liter Frischwasser, mit 2 Reinigungsklappen, dass ich gut drankomme, um mit den Händen komplett meinen Tank auch mal im Winter, bevor ich stille, komplett auszuwaschen. Hier hinten habe ich noch ein Regal mit kleine Gummis vorne dran, so dass ich da noch Sachen reinigen kann und sie nicht rausfallen. Und so habe ich in dem großen Kofferraum ganz, ganz viel Platz,
Mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, was ich da alles mitnehmen könnte. So viel Platz habe ich da. Wenn ich mal noch längere Gegenstände laden will oder wenn ich mir einen Durchgang schaffen will in meinen vorderen Wohnbereich, dann nehme ich diese Klappe, mache die raus, stelle sie auf die Seite und ich kann hier durchgehen. Eignet sich natürlich auch toll für Hundebesitzer, wenn man jetzt hier hinter Hundebox installieren will. Dann habe ich da direkt meinen Durchgang geschaffen. Ich habe eine schöne, schlichte Küche, sehr geräumig. Über meinem Kochfeld habe ich einen Hängeschrank, extra noch mit Regal und vorne eine Leiste, dass nichts rausrutscht. Dann habe ich Kochfeld und Spülbecken und da fällt auf, das Spülbecken, das ist schön tief, da kriege ich was rein. Zwei Gaskochfelder mit Piezozündung. Dann habe ich unten eine Schublade und einen Schrank und eine schöne Schranktür mit drei großen Fächern drin. Und vorne über dem Kühlschrank habe ich eine Arbeitsfläche. Und mein Kühlschrank vorne, auch der ist groß, den kann ich komplett zur Tür raus öffnen, sodass ich auch von außen gut drankomme mit einem großen 8 Liter Gefrierfach. Das Bad ist schön geräumig und es fällt auf, dass ich hier eine schöne Ablage habe neben dem Waschbecken und über der Ablage ein schöner großer Spiegel. Über dem Spiegel bzw. neben dem Spiegel habe ich ein ganzes Magazin von Fächern hier, wo ich noch einiges unterbringe und über mir habe ich hier nochmal ein kleiner Schrank für meine Klopapierrolle und so weiter. Das kriege ich hier alles gut unter. Das Waschbecken selber, da habe ich einen Duschschlauch drin, den ich rausziehen kann. Kann ich oben zum Duschen einhängen. Wenn ich dusche, dann mache ich diesen Vorhang hier um mich rum. Kleiner Tipp, am besten mit Magneten unter befestige, dass schön Spannung drauf ist. Und wenn ich will, kann ich natürlich auch den Duschschlauch benutzen, um draußen zum Fenster raus mich abzuduschen. Es gibt ein paar schöne Details im Rautcar. Das ist einmal ein praktischer Klopapierhalter. Dann habe ich meine Kleiderhake hier mit dran und auch zum Beispiel das Detail in den Schränken drin, dass in meinen Regalböden vorne Leiste dran sind, dass nichts rausrutschen kann. Ich habe auch schön für meinen Toilettengang Platz, schön Beinfreiheit. Ich kann mir die Toilette so hindrehen, wie ich sie brauche, dass ich gemütlich hocke. Auch mal so rum, dass ich mich einfach so hinhocken kann an der Spiegel und mich fertig machen kann. Ja, so ist das Bad doch, hat viele Vorzüge mit viel Platz und allem, was es braucht und vor allem eine schöne Ablage. Ich habe als Basisfahrzeug hier das Citroën, 165 PS. Das empfehle ich auch bei 6,40 Meter Fahrzeugen, weil ich doch ein bisschen mehr Gewicht mitschleppe. Da habe ich dann umso mehr Fahrspaß dabei. Dann habe ich jetzt eine manuelle Klimaanlage, die ist im All-In-Paket mit inbegriffen. Ich habe optional hier mit eingebaut meinen Cupholder. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Zugleich auch eine Handyhalterung vorne mit drin. Das ist ganz geschickt. Wenn ich den Cupholder nicht habe, dann muss ich meine Kaffeetasse entweder zwischen die Beine stellen oder dann links in die Fahrertür. Aber das ist so tief, dass ich da schwer drankomme während der Fahrt. Deshalb empfehle ich auf jeden Fall so einen Cupholder. Im Fiat ist der serienmäßig und im Citroën als Option erhältlich. Ich habe hier vorne Platz für ein Radio. Wir bei uns im Pössl Center arbeiten da gern mit Kenwood-Radios, großen Displays. Dieses und anderes Zubehör wie Markise, Anhängekupplung, Fahrradträger, Solaranlage, das sind Sachen, die wir Händler für dich dran bauen. Wenn du Interesse an so einem Fahrzeug hast, an so einem schönen Rautcar, dann melde dich gerne bei uns im Pössl Center. Wir beraten dich, wir helfen dir mit, das richtige Fahrzeug zu finden und dann gucken wir, was für dich alles passt. Melde dich einfach bei uns.